Jo, herzlich willkommen zurück. Und ja, wollen wir da nochmal schauen hier. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Na komm. Ach, verkehrte Tür. Deswegen waren sie hier. Auch gut. Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Sammeln wir eine Der Runde. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Ja. Comstock hat ein Kind? Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Das ist mein Turm. Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben, doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein. Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund, das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Ja, hallo. Jetzt macht die Hütte auf. So. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Oh. Ich passe durch die Stäbe, ja. Aber sie sind zu breit. Ja, das ist schön für dich. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Da zeigt mein CPU trotzdem nur 6% an. Im OBS. Sehen Sie diesen Haken? Glaubt ihr das selber nicht? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Ja, dann zeig mal her hier. Geht klar. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Wir sehen da! Geschütz, schnell! Ich glaube, das war gerade ein Fehler.
Mal kurz einen Prozess machen hier. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Das kann ich eigentlich hier runter, oder? Schauen wir mal. Lustig. Was macht er denn da für ein Grafikgemache mit seiner Hand? Ach ja. Natürlich ganz nett auf den zweiten Bildschirm zu gucken und dann weiß man, wie lange man noch aufnehmen kann. Das will mir gefallen. Nur etwas unpraktisch, dass ich dazu gerade meinen großen TV nehmen muss. Rabatt Dollarbild. Okay. Automat ist leer, na klasse. Das hat's gebracht. Sie geht einfach rein hier. Halt die Augen auf nach dieser Short-Jockey-Kraft. Ja, gibt's Errungenschaften für mich hier? Glaube ja nicht, aber naja. Ja, ist lustig. 5-6% CPU, das glaubt er doch selber nicht. Ist das ein Update für OBS oder? Dass das Spiel so wenig an der CPU zehrt. Ja, die nehmen wir noch mit hier. Der Souvenirladen. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heul und Schein, das er langsbald kommt. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie. Blechmänner, Booker. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. What the fuck? Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen! Lust, ein Schloss aufzuknacken? Das dürfte schnell gehen. Bitte. Das hat sich hoffentlich jetzt hier gelohnt. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da. Kannst du dir das mal ansehen? Einer muss Schmiere stehen. Fertig. Silberige. So, von da kamen wir. Ist das? Slade. Er ist hier.
Ich denke... Da brutzelt es. Muss ich jetzt wieder zurücklaufen oder kann ich hier durch eine Tür? Ich muss anscheinend echt zurück. Natürlich ärgerlich. Hi. Oh yeah. Kann ich jetzt hier durch, oder? Krieg ich ja... Ja gut, war ja nur das Schild. Und was jetzt wieder gekommen ist. Nie für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Gottes Willen, was ist hier los? Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein! Er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft. Das muss doch nicht sein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Gut gewürzt, Errungenschaftsfortschritt. Allerdings schon du bist leer. Nicht der Booker DeWitt, den ich kannte! Blechmann! Blechmann! Los! Fertig! Gottes Willen. Gib doch mal Ruhe hier. Jungs. Mehr hast du nicht auf Lager, Soldat? Jetzt komm schon, DeWitt. Enttäusche die Jungs nicht. Die Rache wird mein sein, so spricht der Prophet. Ich verlasse nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Frohlocke, denn der Tod... Zeig mir, was du kannst! Kranker Shit, ja. So, ich muss wohl hier durch, um ihn dann noch zu kriegen, oder was? Schauen wir mal. Meine Männer und ich sind verloren. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen.
Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Oder muss ich etwa hier durch? Ganz lustig auch, dass man sich daran nicht mehr erinnert. Ich habe das ja schon mal durchgespielt früher. Da sind sie! Hol die da! Da einfach drüber weg. Bitte sehr. Oh, sehr schön. Immer her mit den Moneten. Hol dir von Sledge Jockey. Jo, wir haben die 20 Minuten und schon bald voll. Das ist die Frage, wenn ich am Kontrollpunkt neu starten mache, wo ich da lande. Hoffentlich hier vor der Tür. Nee. Hier gibt es keinen Schockjockey. Das ist, Slade muss es mitgenommen haben. Doof. Sogar sehr doof. Aber gut. Ja, jetzt hätte ich noch 3 Minuten, aber gut, was soll's. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen und so kann man das als Folge stehen lassen. Und ja, damit verabschiede ich mich und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne? Bis dann.